Liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher, ein weiteres Gartenschwurbel-Video. Hier sehen wir lauter kleine Pünktchen. Das sind Zecken. Insgesamt habe ich über 25 gezählt und ich sage dir gleich, was es damit auf sich hat. Hier haben wir noch ein paar, hier sind noch zwei und hier ist auch noch eine Zecke. Insgesamt habe ich hier 25 Stück gezählt und jetzt kommt deine Frage, okay, was hat das für eine Bewandtnis? Naja, da sehen wir oben schon wieder Aktivitäten, aber ich glaube, das Video habe ich schon hochgeladen als erstes. Ja, wir haben eine Veränderung, das heißt, wir erkennen daran, dass es Frieden gibt, dass es friedlich bleibt, dass alles in Ordnung bleibt. Alle die Befürchtungen, die da ausgesprochen wurden, die haben sich natürlich nicht erfüllt, weil wenn wir diese extremen Aktivitäten wieder sehen, wieder im Minutentakt, dann wissen wir, dass alles ruhig und friedlich bleiben wird. Und das ist zumindest ein positives Zeichen. Aber zurückzukommen zu den braunen Zecken, weil üblicherweise habe ich ja nur diese schwarzen Zecken kennengelernt. Jetzt habe ich braune gestern erstmals gesehen und die haben sich überraschend schnell bewegt. Die sind richtig gelaufen. Ja, das ist auch mir neu. Und jetzt kommt's. Ich habe in einem Wasserkübel einen Rosenkäfer gefunden. Der war ungefähr mit, naja, ich schätze mal so 40 Zecken befallen. Die haben sich in erster Linie an seinen beiden Hinterbeinen festgekrallt und er ist deswegen wahrscheinlich auch abgestürzt, weil mit dieser Last, mit diesen vielen blinden Passagieren an Bord, konnte er sozusagen nicht mehr sich weiter bewegen. Naja, ich habe ihn dann aus dem Wasserkübel herausgenommen und vorsichtig mit einer Pinzette und einem Zahnstocher, also vom Schweizer Messer, habe ich ihm sozusagen zumindest 25 Mitbewohner abgenommen. Also das heißt, er ist dann wieder weggeflogen. Ja? Und na, schalten wir gleich wieder den Brunnen ein. Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, warum begegnet mir das? Warum sehe ich das? Das ist ja nicht dir oder jemand anderem begegnet, sondern das war das erste Mal im Leben, dass ich gesehen habe, dass ein Rosenkäfer, also das ist so ein kleinerer, schaut aus wie so ein kleiner schwarzer Mistkäfer, dass der so stark befallen ist. Warum sehe ich das? Warum fällt mir das auf? Und ich gehe mal davon aus, dass das ein Symbol dafür ist, dass wir alle schwer besetzt sind, dass wir alle sozusagen besessen sind von zahllosen Zecken. Und diese Zecken können verschiedenste Ursachen haben. Aha, da hat sich gerade eine Spinne hier an meinem Arm fest. Ja, es ist sehr viel Leben hier in der Früh. Und ich muss halt hier jetzt dauernd unterwegs sein, weil die Gelsen-Besuchsfrequenz ist sehr, sehr hoch. Also ein bisschen stehen bleiben und man hat schon zwei, drei auf den Beinen. Naja, und was soll dieses Symbol bedeuten? Weil alles das, was dir begegnet, was mir begegnet, heißt etwas. Letztendlich ist es eine Botschaft unseres höheren Selbst an uns selber, an uns hier unten auf Erden oder sagen wir eine Botschaft des Traumkörpers. Und für mich ist es ganz eindeutig, dass die Menschheit schwer besetzt ist. Also das heißt, für mich ist der Rosenkäfer ein Symbol jetzt nicht für die Insektenwelt, weil ich habe das noch nie gesehen, dass ein Insekt von Zecken befallen war. Also das ist für mich auch eine Premiere. Und für mich war eben der Käfer ein Symbol für die Menschheit und die Zecken sind halt ein Symbol für die Blutsauger, die mannigfaltigen Blutsauger, das heißt, die von Steuern einheben, von Vorschriften machen, von, wir kennen da verschiedenste Spielvarianten. Und wir sind quasi dann wie dieser Käfer flugunfähig und der dann ins Wasser gefallen ist. Was möchte ich heute sagen in diesem dritten Gartenschwurbel-Video? Die Grundaussage ist die Massenerleuchtung. Zum ersten Mal von dem Thema Massenerleuchtung habe ich in den damals von mir so geschätzten Bhagwan Sri Ranjesh gelesen. Welches Buch das war, weiß ich nicht mehr. Ich habe zahllose Bücher damals im Alter von 17, 18 Jahren von ihm mir aus Deutschland schicken lassen. Es hat ja hier nichts gegeben. Also so wie heute können wir uns das nicht vorstellen. Das war Versandbuchhandel. Und
Ja, da habe ich viel Taschengeld investiert, das wenige, das ich hatte. Naja, und so habe ich dann von der Massenerleuchtung erfahren und habe das so eine Art Idealbild über viele Jahre im Herzen getragen und letztendlich konnte ich mir nicht so richtig etwas darunter vorstellen. Und wir wissen mittlerweile, dass die Massenerleuchtung auf jeden Fall mit dem Ende der Überzeugung, ein Ich zu sein, ein Ego zu sein, jemand wichtiger zu sein, zusammenhängt. Also das heißt, die dunkle Energie hat uns ihr Denken übertragen, ihr, wie sagt man, ihr Bewusstsein übertragen. Das heißt, wir alle, ich genauso, ich möchte mich da nicht ausnehmen, ja, wir alle sind sozusagen von dieser dunklen Energie befallen und leiden sozusagen unter mannigfaltigen Ängsten und Sorgen und bla 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 bla. Und ja, ich weiß, in der Esoterik-Szene, ja, du musst im Vertrauen bleiben, im Vertrauen bleiben. Ja gut, ich meine, wenn man wirklich im Vertrauen bleibt, dann kann man sozusagen, wie unser Klausinger, Schwabinger Onkel, sozusagen als Bettelmönch durch die Elendsviertel von Basel ziehen oder Zürich und kann dort sozusagen mit der Bettelschale in der Hand ein zufriedenes, bescheidenes Leben führen. Also er geht uns ja mit leuchtendem Beispiel voran, das schätzen wir so hoch an ihm. Und das Ende der Identifikation mit einem, mit dem Ich, das Ende der Identifikation mit deinem Körper, ja, aber auch mit den Gefühlen. Und das ist es ja. Letztendlich sind wir ja nur die Wirtstiere der dunklen Energie, welche uns eben Kraft jenes Bewusstseins, was sie uns implantiert haben, so ab dem vierten, fünften, sechsten Lebensjahr, können sie unsere Emotionen evozieren. Und über das Evozieren der Emotionen ernähren sie sich. Das ist die ganze Geschichte, das ist alles. Es ist relativ einfach, es ist keine Wissenschaft. Man muss es nicht 5, 6, 7, 20 Jahre studieren. Es ist eine Sache von ein paar Gedanken und wenn man die verstanden hat, braucht man sie nur noch umsetzen. Also dafür braucht man kein Studium absolvieren und auch keinen Doktortitel erwerben. Alles nicht nötig. Ich habe immer gesagt, die Wahrheit ist kurz und einfach, die Wahrheit kann man mit zwei, drei Sätzen erklären. Und auch die Esoterik, die gesamte Esoterik-Szene kann ich auf drei Kernsätze reduzieren. Der erste Kernsatz lautet, halte deine Gedanken an. Die anderen beiden Kernsätze verrate ich jetzt nicht, ja, weil sie mir nicht einfallen, aber das wollte ich ja nicht zugeben, dass sie mir nicht einfallen. Deswegen sage ich, klingt besser oder klingt viel besser. Nein, also die ergeben sich dann erst aus dem Anhalten der Gedanken. Aber Scherz beiseite. Bitte, probier immer wieder das Anhalten der Gedanken, das heißt, verliere dich in dem, was du zum Beispiel siehst. Ja, ich habe jetzt wieder diesen Farbaufheller funktioniert und dieser Rosenbusch beginnt erst, naja, wann hat das? Vor zwei Tagen hat er angefangen zu blühen. Vorher war er ja nur sehr, sehr grün und ich glaube, der entwickelt sich bombig. Also der ist sehr, 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 sehr aktiv. Schaut fast schon unwirklich aus, gell? Diese Farben. Wunderschön. Und hier zum Beispiel in dem Anblick dieses Rosenbuschs, ja, ich muss nur wegen der Gelsen, weil die haben keine Landeerlaubnis bei mir. Und da kann man sich hineinverlieren, da kann man sich so wunderschön gehen lassen, sich verlieren. Ja? Und wie es auch ein Franz von Assisi damals gesagt hat, es ist nicht das, wie sagt man, wenn wir schauen, ja, wenn wir schauen, ist es das Schauen, wonach wir Aussicht halten. Also das heißt, das Schauen wegen des Schauens und nicht um irgendetwas, ah, ist das schön oder oh, ist das großartig. Ja? Um das geht es nicht. Das heißt, sich in das Schauen verlieren. Das heißt, das Objekt hier, die schöne Kulisse oder was auch immer, ist nur ein Hilfsmittel, um sich eben in dem, was du tust, zu verlieren. Das ist es ja. Da gibt es auch diesen, da gibt es immer diese lächerlichen, fernöstlichen Miniaturweisheiten. Meister, Meister, wann werde ich die Erleuchtung haben? Ja? Antwort, da gibt es zwei Antworten. Die erste lautet, hast du deine Reisschüssel schon gewaschen? Gut, das ist die eine Variante. Und die andere Variante lautet, wenn du nicht mehr da bist. Ja? Wenn du nicht mehr da bist, wenn es die Großartigkeit, die Einzigartigkeit, jenes Gebilde, was voller Selbstmitleid und Angst und Sorgen ist, wenn es das nicht mehr gibt. Ja? Wenn es das nicht mehr gibt. Und ich bin überzeugt, du hast in deinem Leben schon einige Momente gehabt, wo du dich verloren hast. Ja, bei uns sagt man ins Narrenkastel schauen. Ich weiß nicht, woher dieser Begriff kommt, das ist merkwürdig, aber ins Narrenkastel schauen heißt einfach den Blick auf unendlich schalten und aus. Nix. Nur den Blick auf unendlich schalten. Einfach nur in die Ferne schauen.
nur in die Ferne schauen. Der Rest geschieht von selbst. Und wenn nichts geschieht, geschieht auch nichts. Auch gut. Aber das Anhalten der Gedanken, das ist der Ausgangspunkt. Das ist die Voraussetzung für die Massenerleuchtung. Und unsere Gesellschaft ist immer mehr und mehr zur Ego-Gesellschaft geworden. Das Ego ist sozusagen die neue Religion geworden. Es ist uns alles immer mehr und mehr und mehr erleichtert worden. Ich erinnere, ich meine, für mich ist halt die Autothematik sehr, sehr wichtig, weil ich fahre gerne Auto, ich hab gerne Autos und das ist mir halt aufgefallen in den letzten Jahrzehnten, dass die Autos immer bequemer, komfortabler und es ist immer mehr und mehr und mehr. Und ich habe früher im Scherz gesagt, na, wenn das so weitergeht, dann werden wir irgendwann einmal gar nicht mehr selber fahren brauchen. Ja? Und der nächste Schritt wäre dann, wir haben das selbstfahrende Auto, in das man gar nicht mehr einsteigen kann. Ja? Das heißt, das Auto fährt einfach selber wohin und schickt uns ein Video, ja? Zeitgleich übermittelt uns auf unserem Bildschirm zu Hause ein Video. Das heißt, wir brauchen das Haus gar nicht verlassen, das Auto fährt selber, man kann eh nicht mehr in das Auto einsteigen, weil das irgendeine Selbstfahrgeschichte ist und fertig. Ja? Also das ist dann nur noch absurd. Ich kann mich erinnern, das hat irgendwann haben begonnen, diese elektrisch beheizbaren Sitze und das ist dann immer luxuriöser, immer bequemer, Automatikgetriebe, immer mehr und mehr und mehr und mehr sogenannte Helferlein sind gekommen und irgendwann sozusagen sind wir jetzt da angelangt, wo es nicht mehr geht. Und jetzt müssen sie das Ganze natürlich beenden, ist ja logisch. Ja? Wenn ein Entwicklungsprozess den Zenit erreicht hat, weil mehr geht nicht mehr. Der letzte Schritt wäre tatsächlich wirklich das selbstfahrende Auto ohne Passagiere. Also das ist dann die Absurdität, die sich dann selber sozusagen entsorgt. Gut, waren ein paar Gedanken Richtung Massenerleuchtung. Massenerleuchtung bedeutet, zum dritten Mal erwähnt, Anhalten der Gedanken und herauskommen aus all dem, was wir so als wichtig erachten. Denn Wichtigkeit, aha, Brombeerblüten? Na, das kann nicht sein. Einfach aus unserer Wichtigkeit herauskommen. Ende.